Ich habe jetzt das zweifelhafte Vergnügen, Ihnen dieses Thema nahezubringen und das nach der Mittagspause. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass es wahrscheinlich nicht sehr erfreulich wird. Ich habe mir überlegt, wie haben Sie am meisten von diesem Vortrag, und ich habe das jetzt so aufgebaut, dass Sie so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie unser Stromnetz funktioniert. Wir werden also erstmal ein paar Begriffe klären, damit wir überhaupt alle vom Gleichen sprechen. Dann, wie das Stromnetz aussieht, wie das Stromnetz geregelt wird, also wie das momentan noch so toll funktioniert, wie es funktioniert, was mögliche Ursachen für einen Blackout sein können, welche Folgen der Blackout sowohl für Privathaushalte hat als auch für Unternehmen. Gerade der Klein- und Mittelstand liegt mir hier besonders am Herzen, und der ist auch der, das nehme ich schon mal vorweg, der besonders betroffen sein wird. Welche Bedeutung vielleicht die Energiewendepolitik für die Blackout-Gefahr besitzt. Und natürlich beantworte ich am Ende auch die Frage, droht uns der Blackout? Ja, beginnen wir mit dem Stromnetz. Die Regelung des Stromnetzes erfolgt über die Frequenz. In unserem Fall oder in ganz Europa sind das die 50 Hertz. Und wer mal auf ein Elektrogerät draufschaut, der sieht, da steht dann eben eine Spannung, 230 Volt, schräger 50, 60 Hertz. Und diese Frequenz gilt es halt immer genau einzuhalten, und dafür verantwortlich sind die Übertragungsnetzbetreiber. Wir haben in Deutschland 4 Stück, das ist 50 Hertz, Tennet, Amprion und Transnet BW. Und wie wir alle wissen, hat das bisher immer hervorragend geklappt, dieses Stromnetz stabil zu halten. Und man muss sagen, es ist eigentlich ein Wunder, weil es muss in jeder Sekunde genau die Menge an Strom produziert werden und bereitgestellt werden, die die Verbraucher brauchen. Das Beispiel der Waage passt hier sehr gut. Wenn alles in der Waage ist, dann sind genau 50 Hertz Frequenz eingehalten. Und man muss es sich so vorstellen, erst ist da der Verbrauch und dann sind da die Kraftwerke. Und das waren früher eben die großen Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke. Ein bisschen Wasserkraft ist auch dabei, die dann eben diesen Strom genauso produzieren, wie er eben gebraucht wird. Und was nicht passieren darf, ist, dass das Ganze eben aus der Waage kommt. Einmal ist dann die Frequenz unter- oder überschritten, aber dann haben wir halt ein Problem, weil irgendwann kommt es dann bei einer Unter- oder Überschreitung um 2,5 Hertz zum sogenannten Blackout. Und wie kann sowas passieren? Auf der Verbraucherseite ist es denkbar, dass ein großer Verbraucher zum Beispiel plötzlich vom Netz geht, und auf der Erzeugerseite könnte es sein, dass ein großes Kraftwerk in Störung geht oder zum Beispiel, wenn wir in die Regenerativen schauen, wir haben eine tolle Windlage, wo also viel Windstrom produziert wird. Auf einmal kommt es zu Böen, und wenn es große Böen gibt, dann müssen die Windanlagen aus dem Wind gedreht werden, damit sie nicht kaputt gehen. Und dann haben wir statt tollem Windstrom, haben wir dann gar keinen Strom. Und das führt dann eben zu solchen Situationen. Das ist hier vom 15.05. diesen Jahres. Der farblich unterlegte Bereich ist der, wo die Frequenz sein soll und sein muss. Und der Piekser nach unten, das ist eine Störung. Und jetzt muss man sich die Zahl vorstellen. Wir haben eine Abweichung von 133 Millihertz. Das hört sich jetzt extrem wenig an. Wenn man das aber auf Leistung bezieht, dann sind das 2 Gigawatt an Leistung. Und das bedeutet, das sind 2 Großkraftwerke, die mal eben gefehlt haben oder irgendwelche anderen Ursachen, die aber zu solchen Störungen führen. Und das ist eben das Problem, das darf nicht passieren. Was viele von Ihnen vielleicht noch nicht wissen, ist, wir haben kein deutsches Stromnetz, sondern wir haben ein europaweites Stromnetz. Bis vor der Ukraine-Krise waren es 36 Länder. Und durch die Ukraine-Krise oder wie auch immer ist jedenfalls die Ukraine noch dazugekommen. Und jetzt haben wir 37 Länder, in denen überall die gleiche Frequenz herrschen muss, damit dieses Stromnetz funktioniert. Und das bedeutet aber auch, und das ist auch so ein Punkt, den man sich mal vor Augen führen muss, eine Großstörung in einem dieser Länder kann dazu führen, dass in der ganzen europäischen also in diesem ganzen vereinigten Stromnetz die Lichter ausgehen. Und so eine Situation hatten wir im Januar letzten Jahres. Da war eine Ursache in Rumänien, die beinahe dazu geführt hätte, dass es einen Blackout in Europa gibt. Damit Sie noch ein bisschen besser verstehen, was die Unterschiede sind, Blackout, Stromausfall und was es da noch so alles gibt, habe ich hier eine Grafik, wie unser Stromnetz aufgebaut ist. Sie sehen von oben nach unten, da gibt es, ich hoffe, doch, man kann es sehr gut lesen, da ist dann die Höchstspannung, das ist da, wo die großen Kraftwerke einspeisen, dann gibt es die Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung bis zu Ihnen nach Hause.
So, und wenn es jetzt einen Stromausfall gibt, dann ist die Situation verortet, entweder dass Strommasten umgeknickt sind, das geht bei Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel 2005 im Münsterland, da passiert sowas, oder ein Trafohäuschen brennt ab in der Stadt, oder bei Bauarbeiten wird halt irgendein Kabel beschädigt. Und Sie sehen eigentlich auf den ersten Blick, da drüber ist alles in Ordnung und unten drunter bei den unteren Ebenen gibt es eine Störung. Und das alles ist Stromausfall, weil durch dieses Übergeordnete, was noch funktioniert, eben nur lokal der Strom ausfällt. Das ist für die Betroffenen sicherlich auch manchmal schon unangenehm, aber der ganze Rest, die ganze Infrastruktur bleibt eben erhalten. Und im Gegensatz dazu ist es beim Blackout eben so, das passiert hier oben und dann leuchtet sofort ein, wenn es da oben passiert, ist darunter nichts mehr. Und das ist eben der große Unterschied zwischen dem Blackout und dem Stromausfall. Was passiert beim Blackout? Beim Blackout ist es so, dass die Kraftwerke sich automatisch vom Netz trennen, wenn die Frequenz unter- oder überschritten wird, also diese 2,5 Hertz. Und dann bedeutet das, dass in diesem gesamten Netz oder in dem Teilbereich, wo es passiert, kein Strom mehr vorhanden ist. Jetzt nochmal zu einer neuen Begrifflichkeit. Der ein oder andere hat es schon mal in der Presse gehört. Und das ist der Begriff Brownout. Ich habe es mal definiert als Brownout Typ 1 und Brownout Typ 2. Typ 1 ist eine aktive Stromabschaltung durch den Übertragungsnetzbetreiber, um das gesamte Stromnetz am Leben zu halten. Das wird zum Beispiel gemacht, wenn die prognostizierte Energiemenge für die nächsten Tage nicht ausreicht, den Bedarf zu decken. Dann wird mit entsprechenden Großunternehmen, zum Beispiel früher waren das oder heute auch noch, Aluminiumhütten, die halt sehr viel Strom brauchen, werden Verträge geschlossen, dass die dann eben nicht ans Netz gehen dürfen, um halt keine Überlastung zu erzeugen. Und der Brownout Typ 2 ist halt der, wenn es Störungen im Stromnetz gibt, die es erforderlich machen, dass man eben nicht mehr warten kann, sondern dass das letzte Mittel der Netzbetreiber halt ist, Lasten vom Netz zu nehmen. Und dann ist es auch denkbar, dass mal ein ganzes Bundesland abgeschaltet wird, eine große Stadt abgeschaltet wird, um eben das gesamte Stromnetz nicht zu gefährden. Im Gegensatz dazu eben der Blackout, wo sich die Kraftwerke vom Netz trennen und wo dann flächendeckend keinerlei Stromversorgung mehr da ist und damit aber auch die gesamte Infrastruktur ausfällt. Ja, was bedeutet jetzt ein Blackout für Privathaushalte? Ich mache das deshalb ein bisschen intensiver, weil die meisten wissen es einfach nicht, wo überall heute Strom genutzt wird. Und es bedeutet halt für die Privathaushalte, sie haben natürlich keinen Strom, aber sie haben auch keine Wasserversorgung mehr. Die Abwasserentsorgung funktioniert auch nicht, weil überall werden Pumpen benötigt. Der Druck in der Gasleitung ist weg, damit können sie nicht mehr heizen. Aber auch wer eine Ölheizung hat, hat Pech, weil die Ölheizung braucht eben auch Strom. Und wer eine Solaranlage hat, die nicht inselbetriebsfähig ist, der hat ebenfalls Pech, weil auch die nur funktioniert, wenn das Netz von außen da ist. Sie haben kein Telefon und kein Internet und damit, und das ist der wichtige Punkt, keinerlei Kommunikation mehr mit der Außenwelt. Sie können nur noch kommunizieren mit den Menschen, mit denen Sie unmittelbar zusammen sind. Natürlich machen auch die Supermärkte zu. Ist klar, die elektronische Kasse geht nicht mehr. Und der Ladenbesitzer möchte natürlich sein Gut schützen und kann vor allen Dingen auch nichts mehr abrechnen. Der wird also sehen, dass er die Leute aus dem Laden bekommt und macht zu, weil er denkt, es sei ein Stromausfall. Sagt dann, ja gut, morgen mache ich wieder auf. Ja, die Tankstelle verkauft keinen Treibstoff und keine Brötchen mehr. Auch das ist so ein Punkt. Keine Tankstelle in Deutschland, na keine ist wahrscheinlich nicht richtig, aber 99,9% haben keine Notstromversorgung. Und das bedeutet, in dem Moment, wo der Strom ausfällt, können Sie keinen Treibstoff mehr abgeben. Sie können aber auch über elektronische Kassensysteme sowieso nichts mehr machen, selbst wenn Sie Notstrom hätten, weil der elektronische Zahlungsanbieter auf der Gegenseite nicht mehr erreichbar wäre. Keine Gesundheitsvorsorge, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über Vorsorge nachdenkt. Die Ärzte und die Apotheken werden zumachen, weil heute das Erste, wenn Sie zum Arzt kommen, ist, Sie ziehen die Karte durch. Bei der Apotheke müssen Sie immer irgendwas bezahlen und vor allen Dingen die ganze Apothekenlogistik, die geht ja heute über Datendienste. Das heißt, Arzt und Apotheke machen sofort zu. Die Krankenhäuser haben in der Regel eine Notstromversorgung, wollen wir hoffen, dass sie funktioniert. Aber die Krankenhäuser haben eine Notstromversorgung, keine Ersatzstromversorgung. Bedeutet,
Die haben Treibstoff für maximal 72 Stunden, also 3 Tage. Und das reicht gerade mal aus, die Intensivstation zu betreuen und Not-OPs durchzuführen. Das heißt, bei den Krankenhäusern gibt es den Plan, wenn es zum Blackout kommt, alles, was halbwegs laufen kann, wird entlassen. Ja, alle Datendienste fallen aus, sie kriegen kein Bargeld mehr, Kreditkarten tun es nicht mehr und sie erreichen keine Nothilfe mehr, weil wenn sie die Polizei, die Feuerwehr und den Notarzt nicht alarmieren können, dann können sie auch nicht kommen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das andere Problem ist, Polizei, Feuerwehr und Notarzt sind in dem Fall selbst Betroffene. Und das ist, wenn wir uns über diese Hilfsmaßnahmen Gedanken machen, ein ganz eklatanter Punkt, weil nehmen wir das Ereignis 2005 im Münsterland. Da war rundherum die Welt in Ordnung, da war im Münsterland, waren 200.000 Leute betroffen und da konnte Hilfe von außerhalb kommen. Jetzt stellen wir uns nur vor, es gäbe einen Blackout in Deutschland, wo soll dann die Hilfe herkommen? Und alle, die selber normal helfen, die sind auch Betroffene, weil die haben meistens auch nicht vorgesorgt. Ja, und sie müssen mit dem auskommen, was sie zu Hause haben. Und das sicherlich mindestens 2 Wochen. Überlegen Sie schon mal, was Sie zu Hause haben. Ja, was bedeutet der Blackout für Unternehmen? Ich spreche hier ganz gezielt über kleine und mittelständische Unternehmen, weil bei den Großkonzernen sieht die Sache ganz anders aus. Auch hier wieder die Grundversorgung mit Strom, Gas, Wasser, Abwasser ist unterbrochen. Es sei denn, es gibt eine Notfallplanung. Aber hier ist es entscheidender, Computer fallen aus und vor allen Dingen Cloud-Dienste. Und wir wissen alle, der Trend geht zu Cloud-Lösungen, ob das SAP ist, ob das Salesforce ist. Alles hat man heute in der Cloud, Microsoft auch immer sehr gerne. Und das ist alles futsch, wenn der Strom weg ist. Elektrische Sicherheits- und Zutrittssysteme fallen aus. Entweder sie funktionieren so gut, dass die Leute eingeschlossen sind oder jeder kommt rein. Ach, eine Sache fällt mir bei den Privathaushalten gerade noch ein, die ist nicht unwesentlich. Für Berlin hat man es mal hochgerechnet und hat festgestellt, man würde wahrscheinlich 5 Tage brauchen, bis man aus den Aufzügen alle Leute evakuiert hat. 5 Tage. Sie können sich vorstellen, wie viele dann noch leben. So, also nochmal zu den Unternehmen. Produktion bleibt undefiniert stehen. Natürlich gibt es dadurch auch Schäden an den Maschinen. Es gibt auch hier keine Kommunikation. Das heißt, auch hier können Sie nur noch mit den Leuten sprechen, die vor Ort sind. Und wenn Ihr Sicherheitsbeauftragter oder Ihr Krisenmanager gerade in Urlaub ist, dann haben Sie ein Problem. Es gibt wiederum auch keinen Zugriff auf Online-Daten, weil wir haben ja heute alle das papierlose Büro. Wir haben alle gerne unsere Daten im PC. Wenn Sie die Notfallpläne im PC haben, nutzen die Ihnen in dem Moment nichts mehr. Also ich bin seitdem auch wieder ein Freund von Aktenordnern geworden, seitdem ich mich mit dem Thema befasse. Auch hier ist wieder keine Hilfe von außen verfügbar. Die meisten Mitarbeiter werden nach dem ersten Tag, so sie sie denn brauchen, auch nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie zu Hause größere Probleme haben und dann lieber zu Hause sind als bei Ihnen in der Firma. Und in der Folge, und das ist eben das, was für den Klein- und Mittelstand das Tödliche sein wird, meiner Meinung nach, zerstörte Lieferketten und viele, viele Probleme. Denn man muss sich davon freimachen zu glauben, dass wenn nach 2 Wochen der Strom wieder da ist, die Welt wieder in Ordnung ist. Aber dazu komme ich gleich sowieso. So, und jetzt machen wir ein kleines Gedankenspiel, damit Sie nicht nur hören, was ich sage, sondern auch fühlen, was ich sage. Wir stellen uns jetzt mal vor, jetzt in diesem Moment tritt der Blackout ein. Ich möchte das nur an 3 kurzen Sachen mit Ihnen durchgehen und ich glaube, danach verstehen Sie, was ein Blackout bedeutet. Die erste Frage ist, wie sind Sie heute hergekommen? Sind Sie mit dem Pkw hergekommen? Wahrscheinlich viele ja. Dann ist meine Frage, wie viel Treibstoff haben Sie jetzt aktuell im Tank? Kommen Sie mit dem Treibstoff noch bis nach Hause? Denken Sie mal kurz nach. Und wenn Sie damit nicht wieder nach Hause kommen, dann haben Sie jetzt Pech gehabt, weil Sie werden in ganz Frankfurt keinen Treibstoff kriegen, sollten wir einen Blackout haben. Sind Sie mit der Bahn angekommen, dann haben Sie Glück, weil Sie sind hier hingekommen. Sie sind nicht auf offener Strecke gelandet. Sie haben aber ebenfalls Pech, weil Sie kommen nicht zurück, weil die Bahn fährt nicht mehr. Sind Sie mit dem Flieger hier, dann haben Sie jetzt ein Problem, Sie kommen nicht mehr zum Flughafen. Rein theoretisch könnten die Flieger fliegen, weil die Flughäfen haben eine exzellente Ersatzstromversorgung. Aber ich gehe davon aus, dass man die Flieger am Boden lässt, weil man einfach keine Risiken eingehen möchte. Das war Frage 1. Frage 2. Wie viel Wasser und wie viel Lebensmittel haben Sie zu Hause? Nur mal kurz so reflektieren, was ist im Kühlschrank, was ist im Keller? So, ja bitte.
3 Monate. Gut, dann haben Sie vorgesorgt. Okay, gut. Also vielleicht gibt es hier mehr Vorbereitete als in meinen normalen Vorträgen. Spielen wir das ganze Spiel weiter. Was passiert? Sie haben die Hand zu. Ich meine ja. Ja. Also kommen wir wieder auf die Trinkwasserfrage und auf die Essensfrage. Also die meisten Haushalte haben schon eine gewisse Menge an Trinkwasser da. Aber was passiert, wenn es zum Blackout kommt? Das sage ich Ihnen jetzt. Die Leute denken, es sei ein normaler Stromausfall. Und was machen die Leute? Die gehen weiter auf die Toilette und nutzen dann das wertvolle Trinkwasser für die Klospülung. Weil, wenn es einen Blackout gibt, kommt aus der Klospülung kein Wasser mehr. So, und dann können Sie sich vorstellen, wie lange der Wasservorrat reicht. Und ich befürchte, dass bei einem Großteil der Leute, die nämlich nicht Bescheid wissen über die Thematik, das Trinkwasser, das Klo runtergespült wird, bevor man erkennt, dass es für andere Zwecke besser eingesetzt wäre. Und bei den Lebensmitteln ist es so, man hat eine Erhebung gemacht, die besagt, dass die meisten Haushalte für 3 Tage Lebensmittel vorrätig haben. Sie brauchen aber für mindestens 2 Wochen. So, und die letzte Frage, die ich Ihnen stelle, wie viel Bargeld haben Sie denn zu Hause und im Portemonnaie und vielleicht auch noch wie viel Edelmetalle? Denn es funktioniert keine Bank mehr, es funktioniert kein Bankautomat mehr. Sie kommen nur noch mit den, ich sage jetzt bewusst, Tauschmitteln aus, die Sie zu Hause oder wenn Sie unterwegs sind, im Portemonnaie verfügbar haben. Alles, was Sie dann nicht haben, ist nicht in Ihrem Zugriff und hilft Ihnen nicht weiter. So, und damit beenden wir dann auch dieses kleine Gedankenspiel. Ja, wir hatten eine der zuverlässigsten Stromversorgungen weltweit. Das war ein Segen und hat sich jetzt leider zu einem Fluch gemausert. Warum? Weil es zum Verletzlichkeitsparadoxon führt, welches besagt, je sicherer ein System scheint, desto dramatischer wirkt sich die Katastrophe aus. Und das ist eigentlich auch klar, wenn man immer genügend Strom zur Verfügung hatte und nicht mal ab und zu eine Woche Stromausfall, dann kann man auch nicht ohne Strom kochen, dann kann man nicht ohne Strom heizen und dann weiß man eigentlich gar nicht, wie das ist ohne Strom. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt in Deutschland. Und bei den Unternehmen ist es noch viel schlimmer. Dieses Verschieben ist bei mir zu Hause nicht, ich bitte das zu entschuldigen. Meiner Meinung nach ist die Basis für den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg, den der Klein- und Mittelstand in Deutschland hatte, eine gesicherte Stromversorgung gewesen. Weil die hat es halt ermöglicht, diese Produktivität, diese Kreativität und alles das zu erreichen, die wir haben, und eine gewisse Sicherheit zu erzeugen, die eine gewisse Planbarkeit nach sich führt und damit eine gewisse Zukunft ermöglicht. Und wenn man den Unternehmen dieses Fundament, nämlich die sichere Energieversorgung, das können wir ruhig als Gesamtenergieversorgung nehmen, wenn man ihnen die nimmt, dann ist das alles futsch. Und gerade das passiert. Und dann kam natürlich noch diese vermeintliche Klimakrise und die daraus resultierende Energiewendepolitik. Und für mich ist das momentan aktuell das Blackout-Risiko Nummer 1 und da gehe ich jetzt drauf ein. Was Sie da sehen, ist eine Grafik von Agora Energiewende und ganz einfach erklärt, die obere dunkle Linie, das ist der aktuelle Stromverbrauch. Das grau hinterlegte, was die Linie häufig schneidet, sind die konventionellen Kraftwerke und im Vordergrund sieht man das hellblaue, dunkelblaue und gelbe. Das ist die regenerative Erzeugungsleistung und da, wo ich den roten Kreis gemacht habe, da ist halt so gut wie keine regenerative Erzeugungsleistung und das nennt man auch Dunkelflaute. Das heißt, der Begriff Dunkelflaute ist so definiert, wenn Sonne und Wind keinen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung leisten können, sprechen wir von einer Dunkelflaute. Und die längste bisher aufgezeichnete Dunkelflaute waren immerhin 3 Monate. Ja, der Ersatz konventioneller Kraftwerke durch regenerative kann eben aus diesem Grund nicht funktionieren. In der Nacht produzieren Solaranlagen halt keinen Strom, auch wenn momentan durch die Presse geistert, dass es neue Solartechniken gibt, die auch in der Nacht einen nennenswerten Ertrag liefern. Es ist Tatsache, das gibt es wirklich, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das sind neue Technologien, keine Ahnung, welches Licht die da nehmen. Aber um das abzukürzen, selbst wenn es die gibt, bis die in nennenswerten Größenordnungen auf unseren Dächern verbaut sind, braucht es 20 Jahre, insofern kann man es vernachlässigen. Bei Flaute produzieren Windräder keinen Strom.
egal wie viele man aufstellt. Und deswegen ist es so fragwürdig, wenn die Politik sagt, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. 10 mal 0 ist 0 und 1000 mal oder 100.000 mal 0 bleibt 0. Und das ist das Problem dabei. Aber das ist, wie gesagt, für Politiker auch schwierig. Ja, und beide, und das ist das nächste Problem, beide, nämlich die Sonnenenergie und auch die Windenergie, sind nur begrenzt planbar. Und das macht es eben so extrem schwer, weil ich hatte ja eben gesagt, wir brauchen immer dieses Gleichgewicht zwischen dem Bedarf und der Erzeugung. Wie will ich das aber mit nicht planbaren Energiequellen machen? Ja, und beide sind auch nicht regelbar. Entweder sie produzieren, meistens dann zu viel, oder sie produzieren halt nichts. Und alle Projekte, die mir zumindest bekannt sind, die es weltweit gab, wo man autark werden wollte mit Sonne, Wind und hier bei El Hierro sogar mit einem kleinen Pumpspeicherwerk, die sind gescheitert, weil es eben doch nicht funktioniert. Und auch die mussten wieder ihr Dieselkraftwerk in Betrieb nehmen. Und der größte Nachteil dieser regenerativen Energieerzeuger ist, das Netz wird immer komplexer. Wir hatten früher wenige Großkraftwerke, die noch dazu in der Regel dort gebaut wurden, wo auch der große Bedarf war. Die sind gut steuerbar, die sind vor allen Dingen auch netzstabilisierend, weil die großen Generatoren eben auch dafür sorgen, dass diese Frequenz nicht so stark schwankt. Und ganz wichtig, die haben sich am Verbrauch orientiert. Das heißt, die haben so Strom produziert, wie der Verbraucher den Strom benötigt hat. Leider haben sich die Zeiten komplett gedreht. Das ist jetzt eine Zahl von 2018. Ich denke, wir haben heute weit über 2 Millionen dezentrale und zentrale Kraftwerke. Und die wirken halt netzdestabilisierend. Wenn Sie sich nochmal die erste Grafik, wo die Spannungsebenen sind, vor Augen führen, die speisen halt unten ein. Das heißt, mancher sagt verkehrt rum, weil ursprünglich war unser Netz so vorgesehen, oben wird eingespeist und nach unten verteilt. Und jetzt ist es sozusagen andersrum, auf dem Feldweg wird eingespeist und der muss dann zur Autobahn, der Strom. Und das ist ein Riesenproblem, weil es eben das Netz anfällig macht und eben weil immer mehr zuverlässige Kraftwerke auch abgeschaltet werden. Deswegen wird das Netz auch immer instabiler. Und ganz wichtig, hier wird sich an der Produktion orientiert. Das heißt, wenn der Wind weht, wenn die Sonne scheint, dann produzieren die. Und das Allerschlimmste ist halt, diese Erzeuger scheren sich auch nicht drum, weil sie es nicht müssen, ob sie erzeugen. Und das kommt dann kommen so wahnwitzige Dinge, dass wir halt einen Stromüberschuss im Netz haben und die Netzbetreiber müssen dann bitten und betteln im Ausland, dass jemand den Strom abnimmt. Und der muss dann auch noch bezahlt werden und 3 Stunden später, wenn wir zu wenig Strom haben, dann holen wir uns aus dem Ausland Strom und der muss auch wieder bezahlt werden. Und das alles nur, weil diese politischen Rahmenbedingungen so vorgegeben wurden. Dann haben wir noch das leidige Thema der Verteilnetze. Sie müssen wissen, die Ausbeute von Windenergieanlagen ist in Norddeutschland etwa 8-mal so groß wie in Bayern. Und deswegen wird eben auch in Norddeutschland, wo ja auch erwiesenermaßen gar nicht so viel Industrie ist, viel, viel mehr Windstrom produziert, als gebraucht wird. Und da war eben die Planung, das über Stromnetze in den Süden zu führen. Dafür braucht man dann aber eben auch entsprechende Leitungssysteme. Man hat sich dann, weil es schöner aussieht, für Erdverlegung entschieden. Die ist ungefähr 10-mal so teuer wie der Hochspannungsmast und erfordert wahrscheinlich auch 20-mal so viele Klagen gegen irgendwelche Anwohner, die das da nicht haben möchten. Jedenfalls Südlink ist einer der bekannteren. Die sollte eigentlich 2022 fertig sein, damit dann, wenn die letzten Atomkraftwerke in Bayern abgeschaltet werden, Windstrom die Bayern mit Strom versorgt. Heute sehen wir ungefähr bei 2025, wann diese Leitung fertig wird. Und die Bayern werden die Ersten sein, die merken, was es bedeutet, wenn wir in die Stromlücke kommen. Ja, die Energiewendepolitik bedeutet immer weniger netzstabilisierende Kraftwerke und immer größere Schwankungen im Stromnetz. Bisher merken wir Gott sei Dank nichts davon. Und dann hatte sich die grüne Politik überlegt, ja, dann machen wir das mit Gaskraftwerken, weil Gaskraftwerke haben den Vorteil, die kann man schnell zuschalten, die kann man schnell abschalten, die sind auch schneller gebaut wie ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk, wobei Atom geht ja gar nicht, das ist ja böse. Und die sollten dann eben immer dann Strom liefern, wenn Wind und Sonne Pause machen. Aber es kam anders. 2017 bis 2020 hat man in der EU ca. 20 Gigawatt an Kohlekraftwerksleistung abgebaut. Dann kam Corona und weil Corona kam und auch die Industrie in den Lockdown ging, hat man das nicht gemerkt, dass es jetzt 20 Gigawatt weniger gab. Aber im September 2021 war es ungefähr, zog die Industrie wieder an und auf einmal wurde mehr Strom gebaut, als man mit den verbliebenen Kraftwerken jederzeit sicher produzieren kann.
Also hat man die Gaskraftwerke, die ursprünglich dazu da waren, die Spitzenlast abzudecken, in der Grundlast laufen lassen. Das hat dann dazu geführt, Sie können sich alle erinnern, die Diskussion um die Gasknappheit und die Explosion der Gaspreise begann. Stand heute ist es so, wenn die Abschaltpläne weitergehen, bräuchten wir zwischen 50 und 100 zusätzlicher Gaskraftwerke. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß man die baut. Und selbst wenn jetzt mit dem Bau begonnen würde, dauerte es 5 bis 7 Jahre, bis die tatsächlich laufen. Wohlgemerkt, wenn es jetzt reibungslos funktionieren würde, aber davor sind noch Genehmigungsverfahren, dann müssen Anwohner angehört werden und. Also wahrscheinlich dauert es sogar länger, aber 50 bis 100 Stück ist schon mal eine Hausnummer. Und dann kam die Politik und sagte, ja, Gaskraftwerke sind ja auch böse, also entscheiden wir schon mal, dass die ab 2040 auch wieder weg sollen. Ja, und dann ist das mit dem Backup schon gar nicht mehr so dolle. Also die Politik hat gesagt, naja, eigentlich wollen wir gar keine Gaskraftwerke. Zudem haben wir jetzt das Problem, dass wir gar nicht wissen, ob wir genug Erdgas irgendwo herbekommen. LNG komme ich gleich drauf. Dann haben wir die Preisexplosion und das ist ja so, der das Gaskraftwerk betreibt, muss dann den Preis für den Rohstoff bezahlen und muss dann versuchen, seinen Strom zu verkaufen. Aber es gibt eben den Einspeisevorrang der Erneuerbaren. Das heißt, solange die liefern können, können die einspeisen und der arme Gaskraftwerksbetreiber muss halt warten, bis er darf. Ja, und die Frage ist, ich meine, es ist eigentlich keine Frage mehr, welcher Investor wird denn unter diesen fragwürdigen Bedingungen investieren in den Bau von Gaskraftwerken? Und das ist halt eine Krankheit dieser Energiepolitik. Die Politik gibt einen Rahmen vor und dann soll der freie Markt es richten. Aber wenn die Wettbewerbsbedingungen durch einseitige Förderung von Wind und Solar massivst in der Schieflage sind, dann wird das nicht funktionieren. Und das sehen wir gerade. Ja, das bedeutet, Stand heute, wenn die Abschaltpläne weiter umgesetzt werden, dann sind wir 2023 erstmal in der Unterdeckung mit gesicherter Versorgung. Bedeutet, wir brauchen ungefähr 82 Gigawatt an Leistung. Und wenn jetzt das abgeschaltet wird, was für dieses Jahr geplant ist, dann fehlen uns etwa 10%, etwa 8 Gigawatt. Und dann ist die Stromlücke da und dann wird es auch zu Stromabschaltungen, dem sogenannten Brownout, kommen. Bilder kann man sich so schön merken und deswegen verwende ich die hier. Wir befinden uns, oder sagen wir es mal so, die Leute, die sich damit noch nicht befasst haben, die Privathaushalte und auch die Unternehmen, die davon noch nichts gehört haben, befinden sich in der sogenannten Truthahn-Illusion. Was meine ich damit? Der Truthahn wird jeden Tag darin bestärkt, dass der Bauer ihm nur Gutes will, weil er kommt, er pflegt ihn, er füttert ihn und jeden Tag verstärkt sich dieser Gedanke, boah, der Bauer ist so ein toller Typ. Das Gleiche haben wir mit der Stromversorgung, weil jeden Tag bisher der Strom, den wir brauchen, sicher aus der Leitung kommt, heißt es, die Stromversorgung ist sicher. Und da kommt gar nicht der Zweifel, dass sich das ändern könnte. Aber nur deshalb, dem Truthahn fehlt eine wichtige Information und das ist halt die, was der ganze Zweck der Nummer ist. Und bei uns Verbrauchern ist die wichtige Information, die fehlt, dass halt die Versorgungssituation sich in den letzten 20 Jahren komplett geändert hat. Und ich gehe so weit zu behaupten, dass man das auch absichtlich verschleiert. Im Jahr 2021 gab es zwei kritische Situationen, eine im Januar und eine im Juli, die hätten fast zum Blackout geführt. Und die Frage ist, wann verlässt uns das Glück? Wann ist der Auslöser erfolgreich? Auch diese Frage brauche ich in diesem Gremium eigentlich gar nicht zu stellen. Es war halt so schön. Was mich so zum Fragen gebracht hat, wo meine Fragezeichen immer größer wurden. In der Presse tauchen immer wieder Warnungen auf. Ich lese Ihnen die gar nicht vor, ich wollte nur die Medien kurz nennen. Handelsblatt, Tagesschau und noch zwei kritischere Internetmedien. Aber was mir aufgefallen ist, diese Berichterstattung in den Medien ist so wohl dosiert, dass sie keine ernsthafte Angst erzeugt. Und warum wird nicht so gewarnt? Ich meine, wenn man sich die Fakten der Stromversorgung ansieht, dann muss man sehr viel Angst haben. Und Gegenbeispiel Corona. In der Corona-Phase hat man mit einer Fake-Pandemie, die es gar nicht gibt, so viel Angst erzeugt und haben Politik und Medien Hand in Hand gearbeitet, so viel Angst zu erzeugen, dass die Menschen willenlos, die meisten zumindest, und kritiklos das gemacht haben, was man von ihnen erwartet hat. Und warum tut man das bei der realen, konkreten
Blackout-Gefahr nicht? Warum warnt man die Leute nicht, dass sie sich dann wenigstens vorbereiten können und mit dieser Situation dann besser umgehen können? Andere Frage, warum bereiten sich die Behörden nicht vor? Ich war im Herbst noch auf einem Lehrgang beim BBK, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da geht man standhaft nur davon aus, dass es Blackouts gibt, ja, aber keine landesweiten, schon gar keine europaweiten, sondern vielleicht ein Bundesland, mehr nicht. Und das ist ein Riesenunterschied, weil, wie ich eben schon mal sagte, es ist ein Unterschied, ob alle Hilfskräfte betroffen sind oder ob Hilfe von außerhalb schnell zur Verfügung steht. Und da stellt sich mir die Frage, ob man vielleicht die Katastrophe will, um halt den Mittelstand zu vernichten. Jedenfalls wird der Zustand unseres Stromnetzes immer dramatischer und das kann man ganz gut sehen an den sogenannten Redispatch-Eingriffen. Redispatch bezeichnet die Maßnahmen, die die Netzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber machen müssen, um dieses Stromnetz stabil zu halten, um diese 50 Hertz einzuhalten. Das ist nachzulesen auf www.netztransparenz.de, da kann jeder reinschauen und jeder sieht, wie die aktuellen Zahlen sind. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 2000 gab es keine solchen Eingriffe. Im letzten Jahr waren es 8.000 im gesamten Jahr. Bis Ende März waren es schon 5.000 und aktuell sind es, also am 26.05. waren es über 7.000 Eingriffe. Und wenn man das weiß, dann ist doch irgendwo logisch, dass es irgendwann nicht mehr gut gehen kann, weil die Netzbetreiber, die wachsen ja nicht logarithmisch, so wie die Störungen. Und irgendwann kommt vielleicht noch was anderes dazu, und das ist auch die Theorie der meisten Fachleute, dass nicht ein Ereignis der Auslöser für den Blackout ist, sondern dass zwei, drei dumme Sachen zusammenkommen und dann gehen bei uns die Lichter aus. Aber dieser Indikator, der spiegelt das aktuelle Bild wider. Und wenn Sie mal mit einem Netzbetreiber die Gelegenheit haben zu sprechen, dann wird er Ihnen auch bestätigen, dass es 11:55 ist. Ja, was tun die Netzbetreiber? Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, die haben eigentlich nur die Möglichkeit, Lasten vom Netz zu nehmen und zu versuchen, das Netz zu schützen. Und das wird man zukünftig vermehrt tun müssen. Und man hat auch schon klar geäußert, man wird erst die Unternehmen vom Netz nehmen und erst dann die Privathaushalte. Deswegen gehe ich davon aus, dass spätestens ab Ende des Jahres der Klein- und Mittelstand verstärkt von Stromabschaltungen betroffen sein wird. Und dann können Sie schon mal überlegen, wie Sie Ihr Unternehmen weiterführen, wenn Sie ein, zwei Tage die Woche keinen Strom bekommen. Und so lange wie möglich wird das auch planbar sein. Das heißt, so lange wie möglich werden die Netzbetreiber Sie informieren, dass abgeschaltet werden muss. Aber wenn es schnell gehen muss, dann schaltet man einfach ab. Ja, wie gesagt, im Extremfall wird einfach abgeschaltet. Und im schlimmsten Fall, wenn man zu langsam war oder wenn noch was Dummes dazukommt, dann haben wir den Blackout. Ja, was sind die Folgen für den Klein- und Mittelstand? Für die Unternehmen ist nicht diese eigentliche Phase, wo der Strom weg ist, das Problem, sondern die lange Phase danach. Ich muss sagen, wir hatten noch nie einen Blackout. Insofern, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber man kann sich ungefähr ausrechnen, was das für Folgen hat. Deswegen, wenn es passiert, dann schlagen Sie mich nicht, wenn ich nicht ganz richtig liege, aber es wird wahrscheinlich schon ziemlich böse werden. Sie müssen davon ausgehen, dass Sie über Monate keine Einnahmen haben bei laufenden Kosten. Das haben wir bei Corona gesehen. Denen, denen Sie Geld geschuldet haben, ob das eine Leasingfirma ist, ob das der Staat ist, die wollten Ihr Geld haben, auch wenn Sie keine Einnahmen hatten. Beschädigte Maschinen und fehlende Ersatzteile werden die Folgen des Blackouts sein. Und wenn das landesweit passiert oder sogar europaweit, dann können Sie sich vorstellen, wie groß der Bedarf an Ersatzteilen sein wird und wie groß der Engpass ist, welche zu bekommen. Es wird zerstörte Lieferketten geben und das möchte ich Ihnen an einem sehr plastischen Beispiel klar machen. Stellen Sie sich die Fleischindustrie vor, Schweinemästereien. Was passiert beim Blackout? Beim Blackout werden 99% aller Mastschweine nach zwei Tagen verendet sein, aber eben nicht nur die Mastschweine, sondern auch die Elterntiere. Und dann stellen Sie sich nur mal für Deutschland vor, was es bedeutet, wenn diese Fleischproduktion neu aufgebaut werden muss und wie lange das dauert. Gleiches auch für die Gemüseproduktion im Gewächshaus. Auch hier ist heute alles hochautomatisiert mit Heizen, mit Kühlen, mit Wasser und allem. Wenn das ausfällt und das fällt aus, weil die sind alle nicht vorbereitet, dann ist zumindest mal, bis die Schäden behoben sind und eine Vegetationsperiode, nichts verfügbar. Und wenn das Europa betrifft, wir kriegen viele Sachen aus Spanien und so weiter, dann wissen Sie, was das bedeutet.
dann werde es nicht mehr existierende Lieferanten geben, möglicherweise auch nicht mehr existierende Kunden, fehlende Datendienste. Auch das muss man sich mal klar machen. Das ist nicht so, als würde man den Strom abschalten, der Strom kommt wieder und alles läuft wieder. Sie müssen sich vorstellen, alles das, was heute über Datendienste läuft, das sind logistische Abstimmungen, ich hatte eben die Apotheken genannt, dieser ganze automatisierte Bestellprozess zwischen Hersteller, dem Distributor und dem Apotheker selbst, aber das finden Sie ja in vielen industriellen Bereichen. Das alles ist erstmal tot und das ist ein Krebsgeschwür. Das ist ja nicht so gewesen, dass man mal in einer stillen Minute irgend sowas geplant hat und aufgebaut, sondern irgendwo wurden Datendienste hochgezogen und andere haben Dienstleistungen zu diesen Datendiensten angeboten. Und wenn das alles mal ohne Strom ist, dann wird es auch da Zerstörung geben. Das weiß aber keiner, wie groß die sein werden. Fakt ist aber, bis das wieder aufgebaut ist, das wird wahrscheinlich sogar Jahre dauern, weil da gibt es dann Softwareversionen, die veraltet sind, dann gibt es Fachleute, die das nicht mehr programmieren können und, und. Also wir wissen nicht, was da alles passiert, aber es wird ziemlich viel passieren. Und dann kommen wir zum letzten Problem, mangelnde Liquidität. Die meisten Unternehmer haben ihr Geld auf der Bank, die wenigsten haben in der Firma nennenswerte Beträge. Wie ich eben schon sagte, sie werden aber auf der Bank erstmal nichts bekommen. Und das Ganze habe ich auch noch weiter gedacht. Ich behaupte sogar, dass die meisten Banken, selbst wenn sie wieder arbeiten, sich weigern werden, ihnen was zu geben, weil die absehen werden, dass sie insolvent gehen. Und die werden versuchen, das Geld dann zu behalten. Und gerade wenn es um Kreditlinien geht, bin ich der festen Überzeugung, werden die das tun, was sie immer tun, nämlich für sich selber sorgen und nicht für ihre Kunden. Und Sie müssen davon ausgehen, dass Sie mindestens für ein halbes Jahr Liquidität in der Firma verfügbar haben müssen, damit Sie das Schlimmste überstehen können. Aber, und das ist auch Teil meiner Vorbereitung, die ich mit Unternehmen mache, Sie müssen einfach jetzt überlegen, ob Ihr Geschäftsmodell in diesen politischen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, und das sind ständig steigende Energiekosten bei ständig zunehmender, unzuverlässiger Versorgung, ob Sie damit überhaupt auf dem Weltmarkt noch konkurrieren können. Ja, die Österreicher sind uns zwei Schritte voraus, was die Einschätzung der Gefahr und auch was das Warnen angeht. Diese Risikoabschätzung wurde vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Heer 2020 erstmalig gemacht. Und da sagt man ganz klar, der Blackout ist wahrscheinlich, der Cyberangriff ist noch wahrscheinlicher und wir gehen davon aus, dass das eine zum anderen führt, und zwar innerhalb der nächsten 3 Jahre. Fassen wir zusammen. Windräder und Solaranlagen bieten keine sichere Stromversorgung, egal wie viele davon installiert werden. Das Stromnetz wird aber durch diese Installation immer fragiler und immer unzuverlässiger. Und wenn die Abschaltpläne weiter umgesetzt werden, und danach sieht es momentan leider aus, dann haben wir Ende des Jahres die Stromlücke. Und auch dazu nochmal, das wissen nämlich auch die meisten nicht, die Energieversorger sind ja ganz normale Unternehmen, die einfach Geld mit Strom verdienen wollen. Aber diese Abschaltszenarien sind in Gesetze gegossen worden. Das heißt, alles das, was abgeschaltet wird, dazu gibt es ein Gesetz. So darf zum Beispiel am 01.01. nächsten Jahres in Deutschland kein Atomstrom mehr produziert werden. Und das bedeutet eben, dass die Firmen, die werden den Teufel tun, ihre Kraftwerke eine Minute länger laufen lassen, als das Gesetz es erlaubt. Also müsste der Gesetzgeber jetzt hergehen und diese Gesetze ändern, denn dahinter sind ja auch Personal und Material, was alles wieder gesichert beschafft werden muss, damit das eben funktioniert. Ja, und dann kommt immer Wasserstoff und Speicher. Das ist ja so die Grundlösung unserer Politik. Wenn ich mit Wasserstoff was machen wollte, würde das ja bedeuten, ich brauche zusätzlichen Strom, um den Wasserstoff zu produzieren. Wir schalten aber immer mehr ab. Wo soll also dieser Strom herkommen? Bei den Speichern hat der Professor Sinn schon ganz viel vorgerechnet, dass das einfach nicht bezahlbar ist. Zudem fehlen uns die Rohstoffe. Abschließend, es gibt Ursachen für einen Blackout, die haben wir nun mal nicht in der Hand, das müssen wir akzeptieren. Das ist zum Beispiel das Erdbeben, Extremwetter, Sonnenstürme, Komplexitätsversagen, also es wird alles komplizierter, deswegen wird es anfälliger, Marktmanipulation an der Strombörse, der Cyberangriff, der Terrorangriff, aber auch technisches und menschliches Versagen. 2 möchte ich besonders hervorheben. Das ist die Cyberattacke, weil es wird halt immer konkreter. Das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik hat Ende letzten Jahres die Warnstufe Rot ausgerufen, weil es eben vermehrt zu erfolgreichen Angriffen sowohl auf Behörden als auch auf Unternehmen gekommen ist. Und bereits 2015 gab es eine erfolgreiche Cyberattacke auf einen ukrainischen, auf drei ukrainische Stromversorger, hat 230.000 Leute betroffen. Also es ist real, dass das passieren kann. Aber noch viel mehr Sorge bereitet mir der Sonnensturm. Es gibt das sogenannte Carrington-Ereignis von 1859. Das sieht dann in etwa so aus. Das heißt, es gibt Eruptionen auf der Sonne, die dann elektrisch geladenes Plasma ins Weltall schleudern. Und wenn das auf die Erde trifft und wenn das stark genug ist, dann werden an der Stelle auf der Erde keine elektrischen Geräte mehr funktionieren, weil durch diese elektromagnetischen Impulse einfach die elektronischen Bauteile zerstört werden. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wo überall solche Bauteile drin sind, fangen wir mit dem Auto an, nehmen wir das Handy, nehmen wir Ihren Computer, die Heizungssteuerung, aber eigentlich ist fast überall heute Elektronik drin. Das heißt, das ist dann alles platt. Es gab 2012 fast schon diese Situation. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass es alle 100 Jahre passiert, also es ist überfällig. Aber es gibt auch Ursachen für den Blackout, die hätten wir in der Hand, wenn wir denn wollen, Fragezeichen. Warum wurde in Deutschland die Förderung eigener Rohstoffe sukzessive zurückgefahren, der Atomausstieg beschlossen und wie es aussieht auch weiter umgesetzt, der Kohleausstieg beschlossen und sogar beschleunigt, ursprünglich war der Plan 2038 aufzuhören, dann hat man sich auf 2030 geeinigt. Und warum wurde diese Abhängigkeit von Russland etabliert, dass man Kohle, Erdöl und Erdgas in den Mengen nur aus einem Land bekommt? Und zu guter Letzt, warum wurde eine Energiewendepolitik installiert, die uns ein Vermögen gekostet hat und nachweislich nicht in der Lage ist, unser Land mit Strom sicher zu versorgen? Was treibt diese Politik an? Worum geht es hier wirklich? Und dann kam noch der Ukraine-Konflikt. Und der Mannheimer Professor Tom Krebs, der hat mal ein Gutachten geschrieben vor kurzer Zeit, was es bedeutet, wenn entweder die Russen uns das Gas abschalten oder wir Wahnsinnigen sagen, wir wollen von euch kein Gas mehr haben. Und er hat gesagt, das wäre das Schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg, was der deutschen Wirtschaft passieren kann. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, es ist schlimmer und zwar aus einem Grund. Wenn es jetzt kein Gas mehr aus Russland gäbe, dann haben wir noch nicht mal genug Gas, um alle Haushalte 7 Tage die Woche zu versorgen. Das heißt, die Industrie bekommt gar nichts mehr und das bedeutet, die Industrie, vor allen Dingen der Klein- und Mittelstand, ist am Ende. Und das Problem ist, ich habe Ihnen ja eben gesagt, was wir für eine Kraftwerkssituation haben, dass wir schon in die Stromlücke kommen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, wie lange es nur dauert, ein Gaskraftwerk zu bauen. Das bedeutet, über viele Jahre sind wir dann in diesem Missstand, bevor wir wieder eine Energieversorgung aufgebaut haben, die das Fundament sein kann für alles andere. Und das war eben nach dem Krieg anders. Ja, die Frage ist berechtigt, das Problem ist aber, so einfach ist es nicht. Und da komme ich aber gleich drauf. Wenn die Frage nachher nicht beantwortet ist, dann können Sie bitte nochmal kommen. So, und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, wenn wir die Laufzeiten der AKWs und der Kohlekraftwerke verlängern, ist das die Lösung? Wie gesagt, ich arbeite gerne mit Bildern. Eine Frage, wenn Sie ein altes Auto haben und denken, dass Sie dieses alte Auto zum Ende des Jahres verschrotten werden, und zwar richtig in die Schrottpresse, bauen Sie einen neuen Motor ein, lassen Sie es neu lackieren. Die Antwort ist klar, das tun Sie nicht. Genau das Gleiche machen die Kraftwerksbetreiber. Die haben ja gesetzlich genannte Termine, wann die Kraftwerke abgeschaltet werden. Das heißt, die haben nur noch notdürftig repariert und das weiß ich auch von Kraftwerken selber, also von Leuten, die dort arbeiten. Es würde wirklich nur gespart und das Notdürftigste gemacht, weil somit verdienen die richtig Geld. So, das heißt aber, wenn man die Dinger jetzt weiterlaufen lassen würde, dann weiß man nicht, wie lange die halten. Und man sieht es gerade in Frankreich. In Frankreich stehen die Hälfte aller Atomkraftwerke und Frankreich produziert 80% seines Stroms mit Atomkraftwerken. Die Hälfte davon steht. Man hat es verschlammt, die instand zu halten und vernünftig zu modernisieren. Und die sind jetzt technisch so marode, dass man sie stillsetzen musste. Und dann kommt ja noch das kleine Geschmäckle dazu, dass ja eigentlich die Franzosen immer genannt wurden, dass die uns Strom liefern, wenn wir zu wenig haben. Ich habe noch so ein schönes Bild für Sie. Wir haben ein Fachwerkhaus und dieses Fachwerkhaus ist jetzt als Symbol für die Stromversorgung.
Die Balken, das sind die Kraftwerke und die Politik ist der Bauherr. So, und jetzt hat der Bauherr beschlossen, er will noch zwei Stockwerke aufstocken, nämlich die E-Mobilität und das Heizen mit Strom. Und dann geht der gleiche Bauherr hin und sägt unten in dem Kraftwerkhaus lauter Balken raus. Wann stürzt das Ding wohl ein? Das ist die große Frage. Aber an dem Punkt stehen wir gerade. Es wird kräftig gesägt. Dennoch, das macht überhaupt keinen Sinn. Der Herr Pfarrer hat heute Morgen diesen schönen Spruch: Ändere, was du ändern kannst, erkenne, was du nicht ändern kannst und lerne, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das ist halt ganz wichtig. Deshalb, wir müssen uns einfach dieser Situation stellen. Das ist nicht einfach und das ist für viele Unternehmer, die da ihr Lebenswerk in Gefahr sehen, sicherlich auch eine ganz harte Nuss. Aber es macht trotzdem keinen Sinn zu glauben, dass die Energiekosten nochmal runtergehen. Die können nicht runtergehen, weil zu viele Kraftwerke fehlen. Und die gehen auch nicht runter, wenn man es gar nicht will. Droht uns der Blackout? Das ist die Frage, die ich hier beantworten soll. Die Österreicher sagen, ja, er droht uns innerhalb der nächsten 3 Jahre. Und die Frage ist, die sich mir nach wie vor stellt, was treibt die Politik an? Warum wird diese sabotierende, wirklich, es wird die Energieversorgung massiv sabotiert, indem man das, was gut funktioniert, abschaltet und was installiert, was erwiesenermaßen nicht funktioniert? Warum dann die zögerliche Haltung jetzt in Zeiten der Ukraine-Krise mit einer Laufzeitverlängerung? Warum gehen die nicht hin und sagen, okay, das Erste, was wir jetzt tun, ist die 3 Kraftwerke, die Atomkraftwerke, die wir letztes Jahr abgeschaltet haben, die werden wieder angeschaltet und wir machen sofort eine Laufzeitverlängerung. Dann könnten auch die Kraftwerksbetreiber planen mit ihrem Personal, weil Personalknappheit ist ein Riesenproblem im Energiesektor. Warum keine richtige Warnung durch die Politik und durch die Presse? Worum geht es hier wirklich? Ich persönlich finde es unverantwortlich von der Politik, die Situation auf dem Energiemarkt zu vertuschen. Und genau das passiert, wenn der Herr Habeck nach Katar fliegt und wiederkommt und sagt, es gibt eine Vereinbarung mit den Kataris und wenn die Kataris nichts davon wissen. Und das geht dann auch weiter, indem derselbe Herr Habeck behauptet, ja, wir bauen jetzt noch 2 LNG-Terminals. Ja, die kann er ja bauen, aber wo soll das LNG herkommen? Das ganze weltweit produzierte LNG ist über langfristige Verträge an die Kunden gebunden. Es gibt vielleicht kleine Mengen, die verfügbar sind, aber mehr nicht. Und selbst wenn es große Mengen gäbe, kostet das das Dreifache vom Erdgas aus Russland und es fehlen 200 bis 400 Tankschiffe zusätzlich, die das dann zu uns transportieren. Die gibt es auch nicht. Aber der Herr Habeck sagt, wir bauen jetzt 2 Terminals und die Leute denken dann, jo, dann haben wir die Probleme gelöst. Und ein Blackout wird in einer unvorbereiteten Bevölkerung zu großem Leid und mit Sicherheit auch zu Unruhen führen, weil wenn die Leute nichts mehr zu essen und zu trinken haben, dann werden die halt unangenehm. Und es wird meiner Meinung nach zur Vernichtung des Klein- und Mittelstands führen. Ich habe Ihnen eben gesagt, was das für Auswirkungen meiner Meinung nach hat. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so kommen wird. Droht uns der Blackout? Also ich halte es für einen Glücksfall, dass es ihn noch nicht gab. Ich erinnere an die Großstörungen 21 und an die Explosion der Redispatch-Maßnahmen. Wie gesagt, letztes Jahr waren es insgesamt 8.000, jetzt haben wir schon 7.000 dieses Jahr. Und wie lange soll unser Glück noch anhalten? Oder, und das ist eben diese provokante These, die ich auch habe, und wir reden ja hier Gott sei Dank offen, wann wird das Mittel des Blackouts sogar aktiv genutzt, sich des Mittelstandes zu entledigen? Ich halte den Blackout jedenfalls für so wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dass ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten bestmöglich vorbereitet habe. Betrachten Sie einfach diese Vorsorge wie eine weitere Versicherung. Sie haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Sie haben eine Berufshaftpflicht, Sie haben ganz viele Versicherungen, eine Feuerversicherung. Machen Sie Vorsorge und nehmen Sie das einfach als Versicherung, in der Hoffnung, dass Sie es nie brauchen. Fakt ist, nur wenn Sie vorbereitet sind, und das beginnt damit, dass Sie erstmal akzeptieren, dass diese Gefahr besteht, haben Sie Handlungsoptionen, wenn es eintritt. Denken Sie an das Verletzlichkeitsparadoxon, wenn man nicht damit rechnet, ist es besonders schlimm. Es gibt natürlich keine perfekte Vorbereitung für ein Ereignis, das es noch nie gegeben hat, aber jede Vorbereitung ist besser als keine. Und bitte fangen Sie noch heute an, gehen Sie nachher, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie Ihre Familie an und sagen Sie, da hat so ein Spinner erzählt, uns geht der Strom aus. Weil auch da ist es so, und gerade wenn Sie Kinder haben, da appelliere ich besonders an Sie, es ist wichtig, dass alle wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Stellen Sie sich eins vor, ich weiß, ich überziehe eben meiner Zeit, wenn Sie Kinder haben, die weg sind, die in der Schule sind oder wer weiß wo, und es kommt zum Blackout, sie können nicht mehr kommunizieren und wir sind das alle gewohnt zu kommunizieren, uns abzusprechen, uns abzustimmen. Und das geht nicht mehr, das können Sie jetzt noch tun, solange das funktioniert. Ein anderes Beispiel, benutzen Sie keinen Aufzug mehr, nehmen Sie die Treppe und tanken Sie Ihr Auto immer voll, dass Sie genug Treibstoff drin haben, dass Sie immer wieder nach Hause kommen und lagern Sie zu Hause auch ein bisschen was ein. Mein Kollege, der Herr Paulitz und ich, wir haben dazu auch ein Buch geschrieben, das ist gerade im Druck und kommt in den nächsten 2 Wochen in den Markt. Und ich selbst habe extra für Privathaushalte und für Unternehmen Video-Workshops gemacht, wo Sie wirklich für kleines Geld alle Informationen bekommen, wie Sie, ich sage jetzt mal 99% Ihrer Vorsorge alleine ohne meine Beratungstätigkeit machen können. Ich habe das bewusst günstig gehalten, weil ich möchte, dass ganz viele Leute das machen und das ernst nehmen. Denn das ist mein großes Problem, mir glaubt keiner. Es ist Wahnsinn, was ich da erlebe, aber wenn man nicht in so einem Kreis ist, der vielleicht ein bisschen kritisch ist und ein bisschen mehr nachdenkt als der gemeine mittelständische Unternehmer, dann verpufft alles das, was ich hier sage, weil man einfach sagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf, so ähnlich. Ja, einmal, wie gesagt, auch für kleine und mittelständische Unternehmen und damit bin ich am Ende und sage Dankeschön.